Hallöchen, ihr Zuckerblumen! Heute machen wir zusammen eine super leckere und einfache Karamellsoße. Wie die geht, seht ihr jetzt im Video. Und alles, was wir dafür brauchen, ist Zucker, Wasser, eine Prise Salz, Butter und Sahne. Die geht ganz einfach und rucki-zucki, würde ich sagen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Dort findet ihr einen Link, der führt zu unserer Website und da könnt ihr dann die genauen Mengenangaben finden und auch ausdrucken. Beim ersten Schritt tun wir unseren Zucker in unsere Pfanne. Ihr könnt natürlich auch einen Topf wählen, wie ihr das möchtet. Dann geben wir unser Wasser dazu. Das verrühren wir jetzt ein wenig und dann schalten wir unser neues Familienmitglied, die Romy, ein. Romy, weil Rommelsbacher und I für Induktion, also Romy. Die habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls euch das interessiert. Dieses Gerät ist nämlich erste Klasse. So. Ich verrühre das jetzt hier noch ein wenig miteinander und schalte dann unsere Induktionskochplatte an. So, unsere Romy ist bereit. Ich schalte sie jetzt ein auf Stufe 7 von 10. Bei eurem Herd müsst ihr einfach mal schauen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Induktionsplatte. So, meine Romy ist an. Zucker und Wasser ist gemischt. Das lasse ich jetzt erstmal ein bisschen köcheln. Das dauert circa so 10 Minuten. Kommt halt auf eure Herdplatte drauf an. Und in der Zwischenzeit fasse ich das nicht weiter an. Und wenn es Farbe bekommt, sehen wir uns wieder. Es duftet schon gut. Es bekommt jetzt schon gerade leicht Farbe. Ich werde jetzt hier einfach ein wenig umrühren und noch ein wenig weiter köcheln lassen. Sobald es die gewünschte karamellige Farbe bekommt, geben wir unsere Butter hinzu und danach schubweise unsere Sahne. Die Sahne sollte zimmerwarm bzw. leicht angewärmt sein, damit es hier nicht anfängt zu klumpen. Unser Karamell bekommt jetzt hier schon einen leichten Braunstich. Das heißt für uns, langsam anfangen, die Butter hinzuzufügen. Das Salz habe ich natürlich vergessen, vorhin zu erwähnen. Das Salz, die Butter und danach langsam die Sahne. So, das sieht gut aus. Ich stelle jetzt meine Romy hier runter auf Stufe 4. Damit es langsam weiter köcheln kann und gebe jetzt die Butter hinzu. Vorsicht, das schäumt, also nicht erschrecken. So, jetzt gebe ich hier eine Prise Salz rein. Wenn ihr salziges Karamell wollt, dann müsst ihr natürlich eine stärkere Prise Salz reingeben. Ich mache heute hier das normale Karamell. So, dann rühren wir hier noch ein wenig um und geben jetzt die Sahne hinzu. Denkt dran, immer schubweise, sonst kocht euch das hier alles über. Ihr seht, wie das blubbert.
Das Karamell wird jetzt langsam hart, beziehungsweise der Zucker wird jetzt langsam hart. Das macht aber nichts. Einfach weiterrühren, euch nicht erschrecken lassen von den Klumpen hier drin. Das verbindet sich gleich noch. Einfach weiterrühren und schön auf niedriger Stufe lassen. Das köchelt ihr jetzt so lang weiter, bis sich das Karamell leicht andickt, also so leicht dickflüssig wird. Es köchelt langsam vor sich hin und man merkt beim Rühren, dass die Konsistenz langsam fester wird und die Zutaten sich jetzt miteinander verbunden haben, beziehungsweise die Klümpchen langsam weniger werden, beziehungsweise weicher werden und verschwinden. Und aufpassen, dass es euch nicht zu dunkel wird. Aber mit der Methode, dass ihr das langsam und vorsichtig köchelt auf Stufe 4, kann das eigentlich nicht schief gehen. Das Ganze dauert ca. so 10 bis 15 Minuten. Der Karamellton gefällt mir und ich habe meine Romi ausgeschalten. Die kann sich jetzt ausruhen und wir rühren unser Karamell bzw. unsere Karamellsoße langsam weiter. Bitte seid ganz vorsichtig, dass die Karamellsoße ist richtig heiß. Wenn die Karamellsoße leicht abgekühlt ist, können wir sie in ein Glas füllen und beiseite stellen oder wir verwenden sie natürlich gleich weiter für zum Beispiel das nächste Video. Und wünsche dann viel Spaß beim Nachmachen und bis gleich, bis zum nächsten Video. Tschüss!